Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier auf dem Kanal. Wir sind mal wieder in Train 7, Klammer Scam, Klammer zu World 3 unterwegs. Ja, mein Fuß ist nach wie vor nicht vorbei, aber wir machen eine kleine Tour. Und ich würde sagen, wir fahren heute mal Fahrplan und nach dem Desaster von Spirit of Steam, ja, vielleicht eine andere Strecke. Schauen wir, wie es da so ist. Und schauen wir mal, Zugrade, ja, Fahrplan würde ich gerne mal machen. Und ich würde gern mal wieder was Englisches fahren. Also, was heißt wieder? Ich bin jetzt sehr viel in Train Driver 2 unterwegs gewesen und jetzt halt deswegen was Englisches. Ich würde sagen, wir fahren heute mal mit der Class 31. Yes, original. Und zwar auf der Gethard Circle Line. Ja, bitte. Und was ist das? Fahren Sie mit diesem Sonderzug, der in Bowness endet, von Nielsen nach Newton. Ja, es geht doch mal nicht schlecht. 14.30 Uhr Start, nicht ganz 23 Minuten, wenn es nach Fahrplan geht. Das machen wir doch mal. Schauen wir uns doch mal, was uns da erwartet. Okay, Class 31 Blue, 332 Tonnen. Okay, das Erste, was wir natürlich hier mal machen, ist erstmal ABS hier anmachen. ABS ist bitte unisoliert. Und ein. Wunderbar. Generalschlüssel machen wir ein. Sehr gut. Interface machen wir mal aus. Okay, beziehungsweise wir sollen mal kurz noch davor fahren. Das machen wir gleich. Wir schauen erstmal ganz kurz an, was wir hier für einen Zug haben. Einerseits die wunderschöne Class 31. Mal gerade meine Lichter anmachen. BR Blue. Dann die Intercity-Wagen dahinter. Großraum. Und zum Schluss eine Class 47. Schön. Mach ich bei dir hinten die Lichter an? Ja, nein. Ah, nee, ausnahmsweise immer nicht. Okay. Sehr gut, also Lichter sind an. Gerade mal double checken. Sehr gut. Nochmal Bremsen lösen. Dann fahren wir da mal kurz nach vorn. Achso, warte mal. Fahrtrichtungswender. Und fahren wir nach vorwärts. Ein bisschen zu viel Leistung. Sehr gut. Ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, Train Driver 2 tut mich momentan sehr faszinieren. Also gerade der Aspekt, dass man da quasi keine KI-Züge hat und auch die Fahrtensleiter echt sind, das ist schon so ein Punkt, der mich sehr reizt. Und jetzt bin ich gerade immer wieder als Fahrtensleiter unterwegs gewesen. Es macht schon Spaß. Klar, zum Zuschauen ist ein bisschen eintönig. Halt nicht sehr viel passiert. Und man nicht so viel Action hat, wie jetzt, wie man hier in die Lok fährt. Aber wenn man das selber macht, das hat schon was. Also vor allem dieser Aspekt des, man weiß nicht, was auf einen zukommt, ist halt schon was. Und vor allem, dass halt Chaos einfach jederzeit passieren kann. Gefällt mir. Jetzt müsst ihr einfach nur noch ein bisschen einfach nicht Multitasking machen, hier Zug fahren und gleichzeitig reden. Bist du noch ein bisschen was Moderneres reinkommen? Vom Rollmaterial her. Das war dann mega genial. Aber die Community ist dran. Aber ja, kann man natürlich nicht nehmen lassen, dass ich natürlich mit meinen englischen Loks und Triebwagen rumfahre. Das ist halt nach wie vor mein Favorit. Auch wenn das Polnische halt schon seinen Reiz hat. Und ab und zu ist halt mal schön, wenn man so halbwegs Fotorealismus mal hier drin hat. Hab ich nicht die Lichter angemacht? Ah, jetzt. War da nicht ganz stumpf vom Raydriver. Mal die Achterkamera. Machen wir das Interface wieder einmachen. Wow. Ich habe das zwar nicht zum ersten Mal benutzt, aber ist okay. DSW3. Schön.
Übrigens, im November ist es bei mir das allererste Mal soweit, dass ich nach England fliege. Nach London. Eigentlich wegen einem Harry Potter Konzert. Aber ich werde definitiv ein paar Aufnahmen machen. Vor allem natürlich von der London Underground. Und wenn ich sonst noch irgendwie spannende Züge oder so sehe, oder eventuell King's Cross oder so sehe, Leute, ich mache euch da Aufnahmen. Ich freue mich schon so. Ich weiß gar nicht, auf was ich mehr freue, dass ich mit dem englischen Nahverkehr fahre oder das die Aufführung von Harry Potter. Beides ziemlich gut. Und das Krasse ist ja, der Flug nach London, der kostet von Zürich aus zumindest gerade mal 80 Franken. Hin und retour. Es ist halt gar nichts. Also, da könnte man echt mal für ein Wochenendtrippen hingehen. Was man eigentlich auch macht. Aber trotzdem 80 Franken. Das sind keine Kosten. Und nur so als Relation, ne? Der Franken ist momentan mehr wert als der Euro. Also Stand jetzt, wo ich das Video mache, ist glaube ich 1 Franken 95 Cent. Ungefähr. Dafür wird dann in England wieder alles teuer. Aber doch, ich freue mich. Mein Kollege! Das absolute Highlight wäre es natürlich, wenn ich da unten in England eine Class 37 sehen würde. Oh, das wäre super. Das wäre das größte Geschenk ever. Na, mal sehen. 1,7 Meilen. Rotes Signal. Bisschen am Quietschen hier, aber. Mal WD 40 angebracht. Gut, tun wir mal rollen hier. Und Außenkamera. Wieso geht die Außenkamera immer zuerst nach hinten? Wir sind bei dem Verband. Ich lasse mal kurz die Ansicht hier drin. Ja, weniger als eine Meile. Die Ankündigung dafür. Da vorne. Gut. Wollen wir den ganzen Zug hier abbremsen. Ich bin auch nach wie vor nicht dazu gekommen, für Transport Fever 2 eine neue Folge zu machen. Die letzte war die Folge 5 und Folge 6 wäre dann quasi der Getreideentlader bei der Industrie. Aber ich habe wie so einen Artblock im Schwimmbau. Kann wie gerade nicht weiterbauen. Kann ich mir endlich mal ein bisschen nachvollziehen, wie das für die Künstler ist, wenn sie so einen Artblock haben. Ich habe das jetzt gerade im Bau. Ich weiß gerade nicht, wie es bauen soll. Also ich habe mir dann selber gesagt, ich mache dann die Episode 6. Wenn ich dann irgendwie dann die Kreativität habe, den entsprechenden Güterterminal nachzubauen, was ich im Kopf habe. Ich habe einfach nichts anderes gefunden als Referenz, bis auf das eine Kohlekraftwerk. Aber ich hätte auch gern gesehen, wie die das in Transport Fever irgendwie vielleicht ähnlich umsetzen. Jo. Ist so mein Hassel momentan, Transport Fever. Aber es wird auf alle Fälle weitergehen. Im schlimmsten Falle mache ich anders weiter und das mit dem Güterterminal wird erstmal nichts. Mal gucken. Ich bin mir noch nicht sicher. Und ich freue mich schon so, wenn das neue Playgirl Tale rauskommt. Oh, da ist jetzt gerade das Finale rauskommen auf YouTube, also auf meinem Kanal. Vom letzten Teil von Innocence.
Eigentlich können wir mit den okay bremsen. So. Und ich bin schon so gespannt, wie es weitergeht. Abfahrt. Ah, vielleicht gerade ein bisschen viel Leistung. Wunderbar. Ist Newton dann schon unser Endhalt? War ja gerade ein bisschen kurz, 25 Minuten, oder? Ja, danke, ja, mal Schmackes hier. Und das nächste rote Signal in 2,4 Meilen. Was auch noch in der Pipeline ist, wo ich aber noch nicht dazu gekommen bin, das zu editieren. Ich habe noch zwei Videos aus Südafrika für euch. Einerseits ist es ein von der South African Air Force Museum, habe ich ein paar richtig schöne Aufnahmen gemacht. Da muss ich einfach mal dahin klemmen, dass ich da wirklich mal für euch die schöne Tour mache. Und das andere ist, es gibt in Johannesburg ein Transport Museum. Und das war noch spannend zum Ansehen. Also da hat es dann Trams, Autos, LKWs etc. gegeben. Und was mich sehr gewundert hat, ist, Johannesburg und benachbarte Städte haben ein recht großes Tramnetz gehabt. Und es waren natürlich englische Trams. Haben es aber dann halt alles dann wieder abgerissen. Und hatten auch Oberleitungsbusse. Also die waren eigentlich für die damalige Zeit schon sehr modern unterwegs. Und dann hat es geheißen, ja, nee, abreißen ist nicht. Was echt traurig ist, weil wenn man jetzt den öffentlichen Transport in Johannesburg anschaut, ist es nichts zu dem, was es damals mal gewesen ist. Aber das war so quasi in dem Transport Museum das allererste Mal für mich, dass ich neben einer englischen Tram gestanden bin. Das ist irre. Und die waren so riesig. Das waren Doppeldecker-Trams. Ich muss das Video unbedingt fertig machen, wenn ihr das seht. Das war ein super Erlebnis. Und da hat es dann auch Dampfloks gehabt, mit inklusive einer Gas... nicht Gasspeicherloks. Wie heißen die nochmal? Dampfspeicherloks, genau. Typisch ich. Maximale Verplantheit. Sind eigentlich in Deutschland noch Dampfspeicherloks irgendwo unterwegs? Wenn jemand weiß, gerne in die Kommentare reinschreiben. Und da ist die Ankündigung inklusive ABS-Magnet. Das Signal. Ich bin am meisten direkt hinter der Kurve. Sieht aber so rot aus da vorne. Ich glaube, das ist hier nur die Decals da hinten. Also hier ist ein Indikator vor der Einfahrt, vor der Kurve wäre noch irgendwie schön. Man weiß, wie das Signal jetzt halt wirklich steht. Das hat es im englischen System. So, ich mag es bitte. Also ich glaube, Newton ist wirklich unser Endstop. Mit 20 Minuten kriegst du dann hin mit der roten Welle hier. Meilen, 20 Meilen pro Stunde. Noch einer da Schönes. Weil das ganze Gleis verfällt drüber.
mir heute auf YouTube mal so einen Typ angeschaut, der sich so Motion-Simulatoren anschaut, von Budget bis ziemlich teuer, also vor allem für Flugsimulatoren und für Rennspiele, die er dann für sein Jahrhundert nutzt. Da habe ich mir heute noch gedacht, so ein Motion-Simulator beim Zugfahren wäre noch ganz interessant. Ich meine, wahnsinnig viel wird er nicht machen, außer dass er halt rumnackelt. Aber ich glaube, das wäre schon ganz cool. Ja. Wenn du so, weißt, so ganz leichte Links-Rechts-Bewegungen hast in der Kurve, damit es halt und da das bisschen ist und dann halt das rumnackeln. Gerade wenn du so über eine Weiche drüber fährst oder über geschweißte Stellen, was dann jetzt richtig schön klackert, das wäre irgendwie noch ganz cool. Aber ich glaube, das wäre viel zu sehr nischig. Und das Setup für das, was du dann eigentlich in Bewegung hast, eh eigentlich auch so teuer. Aber ich würde es trotzdem cool finden, wenn man dann so ein bisschen, ja, ein Feedback. Ja, Force Feedback kann man jetzt nicht wirklich sagen. Aber ist das doch ein Force Feedback? Ist das eine Kraft, die da so einwirkt? Das Wort wörtlich nimmt? Wäre vermutlich mit so Hydraulikmotoren gar nicht mal so schwer umzusetzen, mit so einer Art Wiener oder so. Ein bisschen Dauer genackelt. Aber andererseits muss auch das Spiel irgendwo die Daten ja hergeben. Mit du bist jetzt in der Kurve und du bist jetzt Cargo, du gibst Gas etc. Ist gar nicht um. Ja, also. Ich glaube, Transit World dann auch so wie TS Classic, ich gebe die Infos gar nicht her. Ja, wobei, TS Classic. Das könntest du doch irgendwie hinkriegen. Die API ist da gar nicht mal so schlecht. So, bremsen wir mal raus. 20er Stelle. Das, weil wir hier mit der Hauptstrecke zusammenkommen. Jetzt dann auch gerade wieder schneller. Ein bisschen zu schnell. Mit der Lok mal ein bisschen reinbremsen. 25 ab hier. Und dann ich gerade wieder lassen. Leistung. Ja, dann sind wir am Runtime hier. Die andere Seite zusammen. Boys. Ah, da vorne ist die 50er Tafel. Boah, jetzt ist aber doch noch Hardcore, ne? 50 da, so die Kurven da rein. Ist mal klar, 50 gilt dann erst ab der Tafel. Ja gut, von daher gesehen passt dann schon. Ja dann. Maximum Geschmack ist bitte. 50 ist angesagt. Vorerst. Nehmen wir uns mal ein bisschen den Diesel-Trash hier. Ah, nice. Nichts Schöneres als wie ein Sulzer-Motor, der dann mal voll am Abhören ist. Weil
Ah ja, oh, das kriegt man hin. Was ebenfalls noch auf meiner To-Do-Liste ist, TS Classic mit der Vulkan-Schnittstelle zu spielen. Das soll wesentlich besser laufen als wie mit der DirectX, glaube ich, was sie jetzt so genannt haben. Das kommt ja vor dem RV Enhancer, das sie jetzt mit dem Vulkan-Renderer machen wollen. Und seit ein paar Monaten ist es jetzt schon in der Alpha. Bei mir ist am Anfang noch nicht so gut geklappt. Jetzt sind aber sehr viele Updates in der Richtung ausgegangen. Wenn das gut klappt und auch die Performance entsprechend gut sein soll darauf, also im Praxistest dann, sage ich das auch nochmal im Video. Aber das ist zumindest sehr vielversprechend, was sie da machen. Denn es ist einer, der dann noch TS Classic ein bisschen weiter pflegt, weil für Dovetail Games ist ja TS Classic dezent ein bisschen gestorben. Ich habe da meines Erachtens noch Mini-Hotfixes kommen, aber da wird jetzt nichts mehr Großes kommen. Was ist denn jetzt hier auf Transient World 3? Oh, Stichwort Transient World 3. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber da kam vor kurzem das Update raus, dass jetzt unter Anführungszeichen neue Loks kommen. Da war es jetzt eigentlich primär nur neue Liveries von bestehenden Loks. Ich glaube, mitunter die Class 66, die sie schon hat. Und die BR186, ich glaube, ist auch mit dabei. Und ein paar, ja, einzelne Wagen dazu. Oder natürlich wieder bis 20, 30 Euro. Weiß nicht. Es wird immer schlimmer mit Dovetail Games. Aber da hat es noch ein Add-on für Transient World 2, was demnächst mal kommen soll. Kommen soll, Entschuldigung. Für die S-Bahn München. Das bin ich nochmal gespannt. Ein bisschen mehr Schmack ist, glaube ich, vertragt. Vor dem Video wollte ich eigentlich noch ein anderes aufnehmen, und zwar mit dem Dampfkran in TS Classic was machen. Das Blöde ist bei dem Dampfkran, der ist ein uraltes Add-on noch aus RailWorks 2013 Zeiten von Ja Entertainment, die ist damals von Dovetail Games aufgekauft worden und kann man mittlerweile heute gar nicht mehr kaufen, und es ist auch kein Patch mehr für den rauskommen. Und der lässt sich zumindest in der aktuellen TS Classic Version nicht mehr richtig steuern. Aber ich würde euch den jetzt so gern zeigen. Da bin ich gerade am rumtweaken, dass ich den zum Laufen kriege. Weil das gibt noch ein richtig schönes Szenario, da mit dem Dampfkran Lok zu retten und dann wieder auf die Gleise zu bringen und dann abzuschleppen. Mega Spektakel. Also wenn ihr auf YouTube danach sucht, dann findet ihr, glaube ich, ein, zwei Videos zu dem Ganzen. Aber ich würde das gerne in die Moderne reinbringen. Teil davon habe ich schon geschafft. Ein Gleisbett schon nicht mehr bei gewissen Manöver. Aber jetzt muss ich nur noch die Funktion hinkriegen, dass man den Kran auch wirklich steuern kann. Das wär's. Und wenn das nicht geht, dann muss ich schauen, dass ich dann irgendwie wieder zu einer alten Railworks-Version komme. Wo ich zumindest weiß, dass er da gelaufen ist. Ach ja, so eine große To-Do-Liste. Aber ich muss auf jeden Fall mit die Videos ein bisschen zurückdrehen. Also ich kann jetzt nicht mehr jeden Tag ein Video rausbringen. Es wird aber auf alle Fälle pro Woche mindestens 3 rauskommen. Sicherlich immer Montag, Mittwochs und Freitags. Das sind so die Pflichttage. Da könnt ihr immer ein Video erwarten. Aber zwischendrin muss ich erstmal paar To-Dos fertig machen.
So, auf Gelb folgt normalerweise ein Rot. Und da ist auch das Rot. Jetzt sind wir ja auch schon da. In Newton. Ankunft auf Gleise 2. Stop oder geht's dann mit der Class 47 weiter? Gleich sehen. Sehe ich schon viele Plakate. Das wäre auch wieder was zum Achievement sammeln, wenn man mal ganz fest langweilig ist. Ich meine, hier bei der Karte geht es ja noch, aber die ist ja nicht allzu groß. Da sehe ich gerade schon das nächste. So, oder ne? Bisschen zu weit vorn. Na, naja, okay, was soll's. So, wir steigen also mal aus. Ich glaube, das ist wirklich der End hier. Newton! My Scotchway! Oh, holy shit! Ist bei euch alles okay? Sag mal. Ich habe mit Train Sim World 3 einfach so gar kein Glück, kann das sein? Jetzt war das halbwegs eine bugfreie Fahrt. Und jetzt spinnen hier die Leute. Alter. Was? Da will ich noch nicht mal so mega über Train Sim World drüber ranten. Aber dann macht's mir das Spiel schwer. Das ist jetzt so ein Blödsinn. Alter, no, oder? Sag mal, ich hab's das Spiel viel mehr kaputt gemacht als bis sonst in Train Sim World 2. Oh, da Games fix your shit. Und dann gibt's auch nicht nur Geld aus. Das ist so eine Kacke. Ganz ehrlich. Das sieht cute aus. Feldbar. Okay, gehen wir mal in die Lok rein und tun die Türen verriegeln, damit ich das abgeschlossen habe. Einsteig bitte. Danke. So. Türen zu. Ah, das war's. Oh, peinlich, 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 peinlich. Und das war jetzt, glaube ich, meine vierte oder fünfte Fahrt. Habt ihr momentan ähnlich schlimme Erfahrungen mit Train Sim World 3? Beziehungsweise ich hoffe mal, ihr wart nicht so doof und habt euch Train Sim World 3 jetzt erstmal geholt, weil jetzt das ist keine gute Idee. Bleibt es bei Train Sim World 2. Da gibt es, abgesehen von diesen Wetter-Features und dem Training Center, ja eh nichts Interessantes, aber wenn ihr Train Sim World 3 habt, seht ihr ähnliche Bugs wie ich, habe ich einfach Pech. Ich weiß es. Naja, ich wünsche euch auf alle Fälle noch eine gute Fahrt und einen guten Tag. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss.